weiteren Folge von Resident Evil 7. Ja, was soll ich sagen? Heute geht's erstmal weiter. Wie gesagt, ich werde ein bisschen vorproduzieren hier. Habe ich ja vorgenommen. Und nicht wundern, mein Sprintpass ist immer noch am Arsch. Hat man ja auch gemerkt an den letzten Folgen. Ich habe heute nur einen Controller bekommen von einem Kumpel. Der ist auch im Arsch. Ja. Nice. Muss los. So. Ich habe keine Ahnung, was wir machen wollten hier eigentlich. Naja, gut. Warte mal, irgendwie ist die Steuerung halt komisch. Warte mal, Kamera schwanken, wann das? Mal kurz was gucken. Vibration, nehmen wir einmal Ausgleich, das nervt eh. Kameraachsen, Kamerageschwindigkeit, da kann man ein bisschen höher machen. So, mal kurz gucken, ob das jetzt besser ist. Naja, mehr oder weniger. So, was wollte ich jetzt gucken? Achso. Erstmal den hier. So, was wollte ich jetzt noch gucken? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aua. Oh, was wollte ich jetzt nochmal machen? Wollte nicht nochmal hier zurück und was mitnehmen? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich gehe am besten nochmal gucken, ne? Da war noch was. Ist nichts mehr, das hat man uns bestimmt schon angeguckt. Okay, waren wir schon. Ja, gut. Ja. Skorpionschlüssel. Warte mal, wir haben die Uhr. Genau, jetzt wollten wir erstmal wieder im Keller, glaube ich. Mal gucken. Stimmt, also wir waren da schon, haben den Schatz geholt. Da haben wir uns das U-Panel da weggepackt, also das U-Panel da benutzt und so. Haben 100 Kopf. Okay, dann geht's jetzt nochmal weiter im Keller hier. Ja, was mache ich denn hier? So. Let's go, der Hase. Warte mal, bevor ich hier weitermache. Nicht vergessen, Stoppuhr. Also noch für Zeit gucken. Man kennt ihn. So. Stimmt, wir wollten ja hier noch weiter dann. Alle klärchen. So, machen wir uns gleich mal hier so einmal sowas. Lass zu. Hier war ja letzten Check drin, soweit ich weiß. Ja, naja, ne? Der Hundekopf. Schlangenschlüssel. Okay, wir hätten uns auch gerade Munition machen können, egal. So, ich glaube, wir kommen nämlich gleich in Fight. Egal, holen wir uns einfach. Easy.
Na, Kollege? Lang nicht gesehen. Komm mal, anruf mir da. Du kommst hier nicht raus. Ich will ja aber raus. Oh, was machst du, ne? Nichts machst du. Mal bitte. Schön. Na komm. Ich will aber auch einen haben. Kettensäge, Kettensäge, Kettensäge. Ich will auch einen haben. Nee, Bruder. Aua. Mann. Aua. Oh, du bist so hässlich. Platz schaffen im Winter. Mann, ich will dich doch nur verschieben. Jetzt chill doch mal ganz kurz. Digga, du gehst mal auf den Zimmer, weißt du das? Ja, Junge, das ist aber mal genug. Mann, jetzt leck mich doch mal am Arsch. Digga, ist nicht dein Ernst, oder? Ich müsste mal mein Inventar vorher sortieren ein bisschen. Das ist zum Kotzen. Das ist einfach zum Gucken. So. So, nein. So, dann war da hinten noch ein Schwarzpulver. Das Zeug. Egal, dann machen wir uns einmal Munition. Ah, kennen Sie, wir brauchen noch einen Platz. Dann passt das. So, na, beide Taste. So, machen wir mit dem hier, so. Warte mal. Mann, ich komme gerade übelst durcheinander. Tut mir leid. So, gleich haben wir einen Endschuss wieder Platz. So, packen wir das Ding ganz mal kurz raus, so. Dann kann er die Kettensäge gleich rein. Theoretisch. Na, lang nicht gesehen. So, komm mal jetzt her hier. Du kommst hier nicht raus. Ja, schade aber auch. Die nehme ich dann gleich mal. Guck mal, kann ich auch. Ja, na komm doch, komm doch, komm doch.
Ah. Ja, da, Bruder, Bruder. Komm grad wirklich ein bisschen hart dezent durcheinander mit der Steuerung hier. Ja, du bist auch gleich wieder gestört, oder? Das leicht angepisst. Der sterben, du. Bist du? Hinlegen, bitte. Vielen Dank. So. Nee, oder? Warum denn in die Kettensäge? Oh. Egal. Nicht aufregen. So. Pistolenmunition. Naja, gut. Haben wir jetzt auch irgendwas hier zu liegen? Irgendwas bekommen? Ein Hundekopf. Okay, also wir könnten jetzt raus. Na dann, let's go, der Hase. Dann geht's erstmal ab raus hier. Was wir noch so an Sachen haben. Oh, Bruder, Mensch, Oma. Würde echt mal gerne wissen, wer dich hier die ganze Zeit durch ein Haus schiebt hier. Also wirklich, das gibt mir echt noch einen Zünder. So, müssen wir eigentlich alles mitnehmen. Puh, egal. Abstechen kann ich den nicht. Ah, let's go, der Hase. So. Nein. Mann, bist du behindert. So. Easy. So, erstmal würde ich sagen. Dietrich, gucken wir uns alles hier so ein bisschen an. Lol. Reparaturzusatz, okay. Wir könnten uns ja eh jetzt hier in Kräuterli reinziehen. Oder auch nicht. Egal, wir gehen noch mal rein. Wird die Folge eh gleich beenden.
glaube, da haben wir noch was offen für niedrig. Warte mal, war das hier? Ich glaube, das war hier. Ah, mal gucken. Na, Omachen, wie geht's? Mal Bruder, okay, daneben nicht. Sag aber, wer die durch die ganze Zeit durch den Haus schiebt. Hat echt Langeweile. So, da wollten wir eh reingucken. Flintenmuni, okay, die können wir gut gebrauchen. Denke ich mal. So, den könnten wir gleich mal den Reparatursatz mitnehmen. So. Perfekt. So. Gleich mal hier abchecken, ob hier noch was liegt. Ah, ein Kräuterli. Schießpulver. Hm. Ja komm, Kräuter, die brauche ich keiner. So. Wie noch was haben wir? Chemie. Aha, neuer Safe Room. Edel. Defekte Pistole. Gut, packen wir es mal weg. Packen wir auch erstmal weg. Ja, machen wir mal so. Ja. Schießpulver packen wir auch erstmal weg. Speichern tue ich dann. Vielleicht gehört der so wie ein Lecker. Was haben wir denn hier? Steroider? Okay, also können wir wahrscheinlich mit den Münzen da uns was holen. Oh gut, der sieht dann noch relativ okay aus, der Kühlschrank. Hab schon Schlimmeres gesehen. Für sie ist es zu spät, ja. Was haben wir denn hier? 44er Mac. Oh, da investiere ich mal. So, da war noch ein Videorekorder. Alles klärchen. So, haben wir jetzt noch irgendwo was? Telefon, ist eh keiner dran. Ja, defekte Pistole. Gut, könnten wir jetzt reparieren. Aber da wir schon zwei Pistolen haben, finde ich jetzt sinnlos. Daher holen wir uns das mal auf. Vielleicht finden wir noch andere Sachen. Nehme ich noch mit. So. Da mache ich mir noch einmal Munition, glaube ich. So. Da würde ich sagen, reingehauen. Ciao, Kakao. Man hört sich in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.